Hallo und herzlich willkommen zu Fortnite. Ja, liebe Freunde, die letzte Folge ist es wieder ein bisschen länger geworden. Es tut mir leid, aber wie gesagt, alles was über 20 Minuten geht, das ist bei mir Luxus. Und dementsprechend werden wir jetzt mal gucken, was wir jetzt hier heute tatsächlich noch reißen können. Ne, seinem Team unter den letzten 6. Gucken, ob wir das schaffen. Wäre ja geil, wenn wir das schaffen würden. Ne, Sammy? Schaffen wir das? Jo, wir schaffen das! So guckt er mich gerade an. Oh Mann! Jetzt macht er mich wieder nach. Der hat auch sonst keine Probleme. Oh Mann, jetzt muss ich irgendwie mich verstecken und süß aussehen. Ja, ich habe minimale Störungen mit meinen Katzen. Das ist, Wartet ab, bis der Laptop wieder geht, dann wird das noch schlimmer. Ich garantiere euch, es wird noch schlimmer. So. Ja, ich bedanke mich mal beim Busfahrer. Diesmal gehe ich nicht in die Eishölle. Wir gucken mal, was wir hier in Tilted reißen können. Das lässt du, kleiner Bastard, ey. Sammy, halt die Klappe. Oha. Fuck, ey! Bann! Ah, das ist nicht wahr! Fuck, ey, diese Wichser, ey. Keine Sorge, Leute, in der nächsten Folge werden wir dann tatsächlich wieder den Devron in Angriff nehmen. Da werde ich dann mal 2 Folgen mitfüllen. Und dann hoffe ich mal dann, dass bei der nächsten Aufnahmesession der Kipo wieder dabei sein wird. Somit werden wir bis Dienstag durchkommen und ich hoffe mal, dass der Kipo und ich dann tatsächlich dann am Dienstag wieder aufnehmen können. Oh, Stufe 10. Geil. So, nochmal eine Runde. Das kann man ja so nicht werten lassen. Ich habe aber über 6 Minuten die Folge und ja.
Alles gut, Sammy. Alles gut. Ja, jetzt werden sie ein bisschen kuscheliger zum Abend. Sehr, sehr kuschelbedürftig. Alles gut. So. So, ich versuche mal da mal zu landen, wo ich sonst nie lande. Sammy, hör auf. So. Dann werden wir hier mal runter. Und na, komm schon. Ach, die kleinen Wichser hier, ey. Mann. Wehe, hier hinten ist jemand. Alter, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Du kleine Gesichtsfatzke. Oh Gott. Alter, Husky Luca, ey. Fick dich, ey. Ohne Scheiß, nicht mal 10 Minuten und wir haben schon 2 Runden. Ich sag's euch ja, Leute, an sich kann das nur noch besser werden hier. Na, starten wir nochmal runter, komm. War jetzt ein bisschen blöd und ich werde mir gleich mal den Deathrun raussuchen. Der Julian hat mir ja nochmal einen Code geschickt, aber da werde ich gleich mal in der nächsten Folge mal näher drauf, oder in der nächsten Woche gehen wir da mal näher drauf ein. Und ja, ich hoffe, das wird euch dann auch ein bisschen Spaß machen. Wir sind auf jeden Fall Level 18. Wir sind wieder in der Stufe aufgestiegen. Free Pass Stufe 10. Na, du kannst Betrüger mit V-Bucks verhindern. Betrügerei mit V-Bucks verhindern. Teile dein Passwort nicht mit Dritten. Oder Vieren. Oder Fünfen. Oder Sechsen. Oder Hunderten. Nein, Spaß beiseite. Sowas sollte echt immer mit Ernst genommen werden, Leute. Was ist denn hier los? Ach, das ist nicht wahr. Leute. Was soll denn der Kack? So, Monster Hunter Folge dürfte auch bald dann fertig geladen. Zumindest gerendert sein. Geladen ist.
gerendert sein. Das ist schon mal gut. Das heißt nämlich für uns, dass wir mit Monster Hunter dann schon mal starten können. Also wir sind dann schon mal Fortnite und Monster Hunter schon mal fertig für Freitag. Weil auch wenn ihr, wenn wir jetzt hier gerade Sonntag haben, Leute, es ist tatsächlich ein Fakt. Es ist Donnerstagnacht für mich hier immer noch und ich nehme immer noch auf und ich möchte für den Freitag alles okay haben, dass der Stream auch dann, dass ich mich auch voll auf Stream konzentrieren kann und nur noch hochladen brauche. Es ist wirklich einfacher. Wie gesagt, es ist, ich hatte ja da schon mal vor ein paar Folgen schon mal angesprochen gehabt. Das ist immer mit dem Aufnehmen, wie gesagt, so als YouTuber im Gaming-Bereich. Ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen so. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so bewandert. Aber ich denke, da wird es genauso sein. Es ist einfach so eine Sache. Da zählt wirklich mehr zu. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, der zockt dann nur und der nimmt das nur auf. Und ich muss auch sagen, wenn ich das wirklich mal so mal mir mal betrachte, weil es streamt tatsächlich auch noch einfacher als das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufnehmen. Weil Stream ist so gesehen tatsächlich so, ich gehe live, ich setze mich hier hin, zock mit euch, kommuniziere mit euch und dann hat sich die Sache. Das kommt im, das ist beim Let's Play ein bisschen anders. Hier lege ich ja schon echt viel drauf Wert, dass ich mit euch, dass ich für euch hier so gesehen die Let's Plays mal versuche, 100% mitzunehmen. Okay, so Fortnite ist für mich einfach, und ihr könnt mich dafür jetzt echt hassen, Leute, es ist für mich ein Just for Fun Projekt. Wie gesagt, der Kibo, wie gesagt, da merke ich schon auf eine Art und Weise, der nimmt das schon ein bisschen ernster als ich. Aber das ist auch jedem selbst überlassen. Ich, für mich zählt hier, bei ihm ist auch, also so will ich es jetzt auch nicht darstellen, als ob bei ihm jetzt kein Spaß mehr vorhanden ist. Aber man merkt schon, er will halt hier besser werden und ich bin ganz ehrlich, klar, wenn ich hier besser werde und man merkt da so mit ein bisschen Übung, dann gelingt auch einem der ein oder andere Kill. Und wer weiß, wo wir uns am Ende dieser Staffel dann halt befinden. Aber ich bin ganz ehrlich, ich strebe es nicht so an. Mir ist das eigentlich Latte wie Hose. Latte wie Hose ist auch falsch gesagt, das ist meine Jacke wie Hose. Was ich jetzt hier mache, das ist wirklich nur ein Just for Fun Projekt für mich. Ich muss hier nicht der Beste sein und ich sag mal so, wenn ihr wirklich gutes Gameplay-Game sehen wollt, ihr wisst, wo die YouTuber sind. Unter anderem kann ich euch dann wirklich dann den Kipo empfehlen, der versucht auch wirklich besser zu werden. Da würde ich euch dann echt drauf empfehlen, wenn ihr wirklich sauberes Gameplay sehen wollt, dann geht dahin. Aber bei mir werdet ihr nur so Just for Fun zocken sehen. Ist einfach so. Und es bockt mit euch als Community halt zu zocken, aber wie gesagt, ich habe ja auch zum Beispiel die Kritik von Wolfenstein, aber da werde ich in der Wolfenstein-Aufnahme noch ein bisschen näher drauf eingehen. da zählt halt ein bisschen mehr zu. Zu sagen, okay. Ich nehme jetzt einfach so ein Let's Play auf und schneide das, render das. Das dauert jetzt auch ein paar Stunden, auch durch die Aufnahmesession. So, jetzt habe ich zwei Folgen für Freitag so gesehen fertig. Ne? Ich muss dann ja nochmal knapp 14 Folgen aufnehmen. Da kommt noch ein großer Happen jetzt in der Nacht noch auf mich zu. So, jetzt kommt man mein, oh, Keith, du hast den ganzen Tag Zeit gehabt, was hast du gemacht? Auch da kann ich mich nicht vom Privatleben freisprechen. Heute sind auch wieder Sachen passiert, die ein bisschen meine Aufmerksamkeit gefordert haben. Und deswegen werde ich, nehme ich ja jetzt in der Nacht auf. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so kurz vorm Stream aufstehen. Aber dann sind auch die Let's Play-Folgen fertig. Dann brauche ich eigentlich alles nur noch aufzubauen. Und dann läuft das schon hier. Würde ich jetzt mal behaupten, dass es dann läuft.
ich glaube, ich laufe hier direkt in so eine Todeszone rein. Zumindest sehe ich da die Gefahr, in eine Todeszone zu laufen. So, müssen wir echt mal jetzt mal verschwinden? Werden wir das natürlich machen. Da sehe ich, ist noch nicht gelootet worden. Doch, es ist gelootet worden. Hä? So. Schilderung brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Da ist auch gerade mal eben 12 Uhr. Da haben wir jetzt viel zu laufen. Aber wie gesagt, das sollte zu machen sein. Ich frage mich, wo halt die anderen sind. Aber bisher bin ich nicht jetzt gerade wirklich auf große Probleme gestoßen, was gut war. Ne, so sehe ich jetzt zumindest gleich ein baldiges Folgenende, nachdem wir doch zum Anfang zwei sehr kurze Runden hatten. Dauert die doch zum Glück mal wieder etwas länger und danach schließe ich ja auch dann ab mit dem Solo und werde ja in Richtung Death Run weitergehen. Deswegen, Leute. Gucken wir dann mal. So. Alter, hau ab, ey. Verpiss dich. Ich habe unterwegs so viele Schilderungen
gehört oder gesehen. Und jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt. Ah, da komme ich halt nicht mehr hin, das ist das Problem. Und die Leute kommen und wollen ja jetzt Ärger offensichtlich. Ich versuche mal eben mit den Leuten hier. Fuck, ey. Sicili, ah, 04. Bestimmt scheiße 04-Fan. Sorry, Leute. Für die Schalke-Fans unter euch. Das war nicht persönlich. Ihr dürft das nicht persönlich nehmen. Bei Fortnite packen mich halt immer die Emotionen. So. Meine Lieben, damit wären wir auch wieder am Ende einer Folge angelangt. Ich werde dann hier wieder einen Schluss setzen und dann sage ich dann, sehen wir uns in der nächsten Folge beim Death Run. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne und ciao mit Au.